Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele das Schwein. Ja, und ich spiele mit den Perks Pup Goes the Weasel, Ruin, tödlicher Verfolger und beständig. Und vielleicht erwischen wir hier jemanden. Kein Sprintboost. Ich habe zwei Addons mit. Einmal, dass die Überlebenden alle die Runde beginnen mit Fallen auf ihrem Kopf. Und außerdem habe ich noch mit dabei, dass die Überlebenden die Boxen erst sehen, wenn die Fallen aktiv sind. Warte mal, die ist einfach weiter, ne? Ja. Hab ich dich? So, also wie gesagt, ne, die starten alle in die Runde mit einer Box auf dem Kopf und außerdem sehen sie halt die Augen der Box nicht, bis... ja, die Falle aktiv ist. Das heißt, mit etwas Glück, hui, machen die dann irgendwann einen Generator und sind dann natürlich ziemlich hinterher, dann die ganzen Boxen immer loszuwerden. Und ich habe hier am Anfang der Runde halt extrem viel Druck, den ich ausüben kann, weil sie halt jetzt entweder keinen Generator machen und wenn sie einen machen sollten, okay, hat im Nehmen, ja. Hätte ich mir eigentlich denken können. Oh, was? Der ging noch drauf? Okay. Der einzige Nachteil in diesem Addon ist, dass ich jetzt halt keine Fallen aufsetzen kann. Aber ja, ihr seht schon den Vorteil, ne? Die hängt dort oben, ja, jetzt schon ein Weilchen. Jetzt wurde sie erst gerettet. Zack. Okay. Und die haben jetzt halt die Wahl. Entweder sie machen einen Generator oder sie behalten halt die Falle ewig auf dem Kopf. So, Hallöchen. Einmal. Der hat Seelenruhe. Da ist der. Und der hat... was? Okay, ich hätte gedacht, dass ich den da jetzt locker erwische. Aber ich habe irgendwie total verhauen. Dich. So, hier mache ich kaputt. Die dort oben ist jetzt schon in der zweiten Hakenphase. Bestimmt bald. Komm mit. Also ihr seht, ne, mit diesen beiden Addons habe ich hier von Anfang an richtig viel Druck. Ich habe mich jetzt auch extra mal auf eine Indoor-Map gewünscht. Um halt diesen Bild wirklich bis zum geht nicht mehr auszureizen. Leute, passt auf. Einmal. Links weg, nach rechts Kate, die sich im Schrank versteckt. Aber ich lasse denen halt jetzt auch einfach mal die Chance. Ich meine, die haben halt noch keinen Generator gemacht. Gut, und jetzt werden sie so langsam auch ihre Fallen los. Hallöchen. Sie werden jetzt so langsam ihre Fallen los, aber jetzt habe ich schon richtig viel Druck gemacht. Ich habe jetzt schon 5 Haken gemacht, die haben noch keinen Gen geschafft. 2 Leute tragen noch ihre Fallen. Es ist halt... es ist schon richtig mächtig, diese Addon-Kombination. Ich meine, dieses Addon allein, dass alle mit Fallen auf dem Kopf starten, ist schon stark. Aber dadurch, dass sie halt jetzt, ja, die Fallen nicht sehen, ist es halt nochmal fieser. Übrigens, es läuft gerade dieses Halloween-Event. Das heißt, auf der Map spawnen Kürbisse. Und wenn man diese Kürbisse zerstört, dann passiert entweder gar nichts. Oder... ihr werdet verlangsamt, das ist dann was Negatives, oder ihr werdet schneller. Ich wurde gerade schneller. Das ist ziemlich lustig. Aber ja, die spawnen jetzt hier auch überall auf der Map, diese Kürbisse. Ich glaube, man bekommt 250 Punkte fürs Zerstören. Killer und Überlebende können es zerstören. Genau. So viel dazu. Der gebe ich einen mit. Sie ist da noch. Ich lasse sie halt da extra zurück und hole mir jetzt hier die Kate. Ja, okay, du bist hier um. Wunderbar. Immer noch hier lang, okay. Sie haben den ersten Gen geschafft, das heißt, gut, jetzt hat nur Elodie noch eine Falle auf dem Kopf. Okay, jetzt trete ich. Hab
Acht im Nehmen. Ich würde schon sagen, hab ich dich. Ah, schade. Okay. Was? Immer noch hier. Okay, ich habe sie noch gehört. Schöne Sache. Gut, die haben jetzt den ersten Gen erst geschafft. Und ihr müsst mal schauen. Ich habe schon gleich mit dem, habe ich hier schon 6 Haken gemacht, ne? Okay, hallo Cheryl. Ich habe sie denn hier tippen hören. Sie ist auch schon tot. Ist halt einfach so gut. Aber ich glaube halt wirklich auch, dass mir jetzt hier diese Map hilft. Dadurch, ich meine, hätte ich jetzt hier auf einer normalen Map, sage ich mal, gespielt, wäre halt eher das Risiko mal da, dass die Überlebenden die Fallen einfach so suchen, die Boxen, und sie halt auch schnell finden. Dadurch, dass wir jetzt hier auf dieser schönen Indoor-Map sind. Jake. Okay, sie hat sich das Item gegeben. Das hat nämlich, ich glaube, es gibt auch gerade ein Halloween-Survivor-Item, das einfach den Effekt hat, dass Überlebende sich so eine Spritze drücken und dann irgendwie deutlich schneller heilen. Habe ich dich? Okay. So, ich habe noch gar nicht viel zum Halloween-Event erzählt, ne? Also, wie gesagt, auf der ganzen Map spawnen jetzt irgendwelche Kürbisse, die man zerstören kann. Dafür gibt es Punkte. Das ist das eine. Außerdem spawnen in jeder Map jetzt immer so ein orangener Haken und ein orangener Generator. Wenn die repariert werden, gibt es extra Punkte. Es gibt noch Opfergaben, dass man dafür sorgen kann, dass ein zusätzlicher Haken oder Generator auf der Map spawnt. Wie gesagt, gibt halt extra Punkte, wenn man das repariert oder Leute da aufhängt. Außerdem, also das ist sozusagen der Grundriss des Events. Außerdem gibt es jetzt wieder einen neuen Rift, ein neues Archiv, also einen neuen Band mit Challenges. Und wenn man diese Challenges erfüllt, bekommt man einen vollen Skin für die Überlebende Michaela, also die neue Überlebende, und außerdem für den Doktor. Also da kann man sich sozusagen für beide einen vollen Skin sozusagen freispielen, und außerdem gibt es da noch, ich glaube, 3 Charms insgesamt. Also man kann in diesem Archiv sich sozusagen da schön die Sachen jetzt freispielen. Genau, so viel sozusagen zum Halloween-Event. Hauptsächlich so zum Sachen freispielen. Oh, wo bin ich denn? Hauptsächlich so zum Sachen freispielen ist das ganz, ganz lustig. Er stirbt, ja. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Elodie und die Cheryl sind. Heilen die sich? Mensch, Leute, ihr habt doch eigentlich keine Zeit zum Heilen, oder? Ich meine, die Falle von der Elodie ist die ganze Zeit aktiv. Wie kann die denn jetzt noch heilen? Außer die Fallen sind verbuggt. Was ist denn da? Willst du mich veräppeln? Ich töte dich, wenn du mich veräppelst. Was willst du mir zeigen? Wenn du mich jetzt zu deiner Freundin führst, dann... Was ist das? Ach, die muss mich... Okay. So. Jetzt stirbst du. Okay, ich wusste jetzt nicht, was die von mir will, aber vielleicht hat die eine Archivaufgabe... Also, wie gesagt, es gibt ja diese Challenges jetzt, ne? Und da gibt es, glaube ich, auch welche Stunne den Killer wahrscheinlich. Das war bestimmt ihre Aufgabe, dass sie mich jetzt hier noch ein paar Mal in der Runde stunt. So, ich habe mich da jetzt extra auch einmal stunnen lassen, dass er da wenigstens ein bisschen Fortschritt macht. Aber ja, wie gesagt, man macht halt diese Archivaufgaben und dann geht es da voran. Ich glaube, die Falle von der Elodie ist verbuggt. Entweder wird sie mir verbuggt angezeigt oder sie ist nicht aktiv. Ich dachte, ich hätte auch gelesen zu haben, dass dieses Addon zurzeit auch ein bisschen buggy ist. Als ich halt gegen das Addon gespielt hatte, ist mir... Frechheit. Ist mir halt nichts aufgefallen. Aber ja, anscheinend ihre Falle war halt die ganze Zeit nicht scharf, ne? Das ist natürlich unglücklich für mich, aber was soll ich machen? Trotzdem war es eine super spannende Runde und wir haben die coolen Addons im Einsatz erlebt. Übrigens, wenn ihr jetzt
mal in die Videobeschreibung schaut. Dort findet ihr den Link zum Drive-Ordner, wo ich alle Addon-Übersichten drin habe. Dort findet ihr jetzt auch eine aktualisierte Addon-Übersicht zu den neuen Schwein-Addons. Die habe ich reingesetzt. Die anderen Addon-Übersichten sind, glaube ich, jetzt alle mittlerweile veraltet. Aber die vom Schwein ist jetzt neu. Also schaut euch da gerne die Addon-Übersichten vom Schwein an. Da habt ihr alle Addons auf einen Blick. Das hilft euch vielleicht weiter. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!